Hallo und herzlich willkommen zu meinem Grundkurs für Querflöte. Heute habe ich für euch ein kleines Aufwärmprogramm zusammengestellt, bestehend aus verschiedenen Übungen, die ihr am besten in dieser Reihenfolge dann immer durchführen könnt, bevor ihr mit dem eigentlichen Üben anfangt. Ich arbeite vor allem mit dem Buch Check-up von Peter Lukas Graf. Das ist ein sehr interessantes Buch, das ich euch wirklich wärmstens empfehlen kann. Darin sind 20 verschiedene Basisübungen verfasst, die man zum Aufwärmen benutzen kann, die man aber auch einzeln sich einfach zusammenstellen kann, um gewisse Probleme, gewisse spezifische Probleme oder Aspekte zu vertiefen oder zu beheben. Nun, wir gehen heute wie immer ganz systematisch vor. Wir fangen an mit dem Zwerchfell, dann lockern wir den Hals, dann kümmern wir uns um die Bewegung des Kiefers und dann um den Ansatz. Die Atmung, das habe ich schon mehrmals erklärt, ist ein Vorgang, ein natürlicher Vorgang. Also anstelle zu sagen, wir atmen ein, würde ich lieber sagen, wir lassen atmen. Der Körper macht das schon. Wir müssen nur den Körper öffnen. Das heißt, dazu wirklich die Bauchmuskulatur wirklich locker lassen, entspannen und Luft hereinfließen lassen. Dabei muss natürlich der Rest auch offen sein. Je offener, umso mehr Luft kann dann reinfließen. Für diese Übung empfehle ich jetzt ein Metronom. Das setzt ihr auf 60. Und dann geht es auch schon los. Ja, bevor ich das Metronom anschalte, erkläre ich die Übung noch kurz. Also wir halten die Hand auf den Bauch. Wir atmen 3 Sekunden ein. Wir lassen 3 Sekunden einatmen. Und dann feste auspusten, bis wir komplett leer sind. Ich sage jetzt 10 Sekunden. Das kann auch länger sein. Das ist je nach Bedarf. Das dürft ihr euch selber aussuchen. Wichtig ist, dass ihr nach der von euch festgesetzten Zeit komplett leer seid und dieses unangenehme Gefühl wirklich bewusst miterlebt, wie sich der Bauch zusammenzieht und wie man wirklich um Luft ringen muss fast. Und dann während 3 Sekunden in diesem luftleeren Zustand verharren, dabei den Körper aufrichten und wieder alles locker lassen und Luft strömt ein. Ich zeige es kurz. Okay, es geht los, ich lasse atmen. Und dann wiederholen. Also ich hoffe, ihr konntet jetzt in dieser kurzen Zeit sehen, was ich meine. Also wirklich spüren, wie man da so leer ist. Das ist sehr unangenehm. Und dann aufrichten. Allerdings, wenn ihr aufrichtet, dann entsteht hier wieder eine zusätzliche Spannung. Und wenn man dann geräuschlos einatmen will, ist es schwierig. Aber es ist wichtig, dass ihr aufgerichtet seid, damit wieder trotzdem so viel Luft wie möglich reinkommen kann. Diese Übung könnt ihr so 3 bis 5 Mal wiederholen, dass ihr das wirklich gespürt habt. Später könnt ihr auch die ganzen Zeiten verlängern. Das heißt, man kann 3 Sekunden einatmen und dann zum Beispiel 20 Sekunden ausatmen, 5 Sekunden in diesem luftleeren Zustand verbringen oder 3 Sekunden und dann nochmal etwas ausatmen. Das geht auch. Es wird natürlich dann immer anstrengender, aber das ist ja auch Sinn und Ziel der Sache. Man könnte auch jetzt lange Töne spielen und das dann auf die gleiche Art machen, das aber für Fortgeschrittene. So, jetzt kommen wir zur nächsten Etappe und zwar der Hals. Für den Hals, um den Hals zu lockern, empfehle ich die Übung der Flatterzunge. Dazu, man kann Flatterzunge auf 2 verschiedene Arten machen. Man kann es mit der Zunge machen oder mit dem Hals. Natürlich brauchen wir hier den Hals. Das ist also dieses Zäpfchen hinten im Hals, das sich bewegt, während wir Luft rauslassen. Das ist so ein bisschen die theoretische Erklärung. Um euch kurz die Flatterzunge zu erklären, 3 Etappen. Wir sagen
R. Ihr spürt also, wie das da hinten so flattert. Dann geräuschlos. Wird schon etwas schwieriger. Und dann die dritte Etappe. Geräuschlos und dabei pusten. Und wenn wir das können, dann können wir auch noch mit der Flöte einen Ton spielen. Ich nehme jetzt ein A, ein La. Wenn ich jetzt normal spiele, spüre ich sofort einen Unterschied und ich höre auch sofort einen Unterschied. Der Ton klingt heller, es klingt viel klarer. Im Hals fühlt es sich freier an. Diese Übung ist vielfältig einsetzbar. Ihr könnt euch zum Beispiel ein Arpeggio aussuchen. Wir sagen mal, ihr übt heute D-Dur, Re-Majeur. Dann nehmt ihr euer Arpeggio und spielt das einmal mit Flatterzunge, einmal ohne Flatterzunge. Ihr könnt auch mit dem Metronom arbeiten und jeden Ton einzeln 4 Zeiten halten, 4 Zeiten mit Flatterzunge, 4 Zeiten ohne und so weiter. Ihr könnt euch auch eine Tonleiter aussuchen und die dann einmal auf Flatterzunge spielen und einmal ohne Flatterzunge. Dann habt ihr sogar 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen, gleichzeitig auch ein bisschen die Finger aufgewärmt. Da sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Hier nur einige kurze Denkanstöße. Dann komme ich jetzt schon zur nächsten Etappe. Die nächste Etappe ist eine sehr wichtige Etappe und zwar ist das die Beweglichkeit des Unterkiefers. Wahnsinnig wichtig, denn das brauchen wir ständig und es ist wichtig, dass dieses Gelenk gut aufgewärmt ist, damit man sich da nichts verzerrt oder so. Das wäre ja nicht so toll. Die Bewegung des Unterkiefers, also es geht um das Vorschieben und das Zurückziehen des Unterkiefers und das brauchen wir zum Beispiel, wenn wir ein Crescendo oder Decrescendo spielen. Dann brauchen wir das, damit die Luft immer schön oben bleibt. Wenn wir leiser werden, müssen wir die Luft etwas höher ansetzen, in eine höhere Richtung blasen, damit die Intonation gleich bleibt. Also es ist eine sehr wichtige Übung für die Intonation. Es ist sehr wichtig auch für die Klangfarben und auch für die verschiedenen Lautstärken. Die Nuancen also. So, jetzt zu der Übung. Die findet ihr in dem Heft Check-up von Peter Lukas Graf. Und zwar heißt diese Übung da Glissando. Wir nehmen unser Metronom, das setzen wir auf 54. Also schön langsam, damit wir das auch bewusst mithören können und mitspüren können. Ich setze es mal kurz. Ich mache es aus für die Erklärung. Wir spielen zuerst einen schön zentrierten Ton, also alles Viertelnoten, zentrierten Ton, dann überblasen, unterblasen, überblasen, unterblasen und wieder zentriert. Ich zeige es mal kurz mit einem La, mit einem A. 3. Okay, also ich hoffe, ihr konntet jetzt genau die verschiedenen Höhenlagen hören. Dadurch, dass wir ja schon das Zwerchfell aufgewärmt haben, könnt ihr euch damit natürlich mithelfen. Wenn ich den Bauch noch zusätzlich einziehe, steigt der Ton, steigt die Intonation. Wenn ich locker lasse, sinkt der Ton. Eine kleine Grimasse habe ich auch noch gemacht. Das hilft natürlich auch. Ist nicht gut für die Falten, aber naja. Das hilft auch immer noch dazu. Vermeidet bitte allzu große Kopfbewegungen. Das ist vielleicht am Anfang leichter, aber auf Dauer wird euch das nicht wirklich weiterbringen. Was ebenfalls ganz, ganz, ganz fürchterlich ist, ist, wenn ihr die Flöte dreht, weil das geht gar nicht. Die Flöte muss immer stabil sein, damit ihr auch eine stabile Fingertechnik gewährleistet habt. Also das ist ein No-Go. Flöte bleibt. Natürlich wird sie sich ein bisschen mitbewegen, das habt ihr bestimmt auch gerade bei mir gesehen, aber auf ein Minimum beschränken bitte. Gut, jetzt kommen wir auch schon zur letzten Übung für heute und zwar ist das die Übung der Whistle-Töne. Das ist meine Lieblingsübung.
Da geht es um einen lockeren, aber präzisen Ansatz. Ich habe schon einmal über den Ansatz gesprochen. Ihr wisst, die Mundwinkel sollen angespannt sein, aber die Lippen flexibel bleiben dabei. Wichtig ist es, dass man die Flöte locker ansetzt, also dass sie locker am Kinn sitzt. Es ist absolut unnötig, die Flöte nochmal zusätzlich mit dem Zeigefinger gegenzudrücken. Das würde nur den Ton unnötig zerdrücken und den Ton dann unsauber machen. Also wir bleiben, die Flöte kommt zu mir und sitzt locker am Kinn. Hier diese Mulde reicht vollkommen aus, um sie einfach da draufzulegen. Und dann können wir auch schon spielen. Für diese Übung forme ich den Mund so, als würde ich pfeifen. Also ihr seht, die Öffnung ist ein wenig größer, als wenn ich normal Querflöte spiele. Das ist aber nicht wichtig. Es geht darum, dass die Mundwinkel zu sind und dass es hier schön rund ist. Wie groß und wie klein die Öffnung ist, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist eben einfach, dass die Mundwinkel schön zu bleiben. Die Flöte sitzt locker am Kinn und ich lasse nur ganz wenig Luft heraus. So ganz warme, heiße Luft und ganz wenig davon. Das heißt, ich muss super kontrollieren. Da hilft mir wieder mein Zwerchfell. Dafür, ich zeige euch zuerst mal diesen Whistle-Sound, damit ihr mal hören könnt, wie das klingt. Also ihr seht, man kann da einen ganz präzisen, feinen Ton machen. Deshalb finde ich diese Übung auch so toll, weil man die immer und überall ausführen kann. Selbst bevor ihr die Bühne betretet, wenn ihr ein Konzert habt, während dann noch der Applaus eures Vorgängers erklingt, schnell ein Whistle-Sound und ihr wisst, mein Ansatz ist korrekt, ich bin bereit. Ich spiele euch mal kurz etwas vor. Na, habt ihr es erkannt? Bruder Jakob, also das ist für Fortgeschrittene, das wäre ein schönes Ziel. Und was jetzt hier wichtig ist, ich halte es mal hier in die Kamera. Wichtig ist, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber durch diese warme Luft entsteht ein Kondensationsstreifen und der sollte sich in der Mitte meines Mundstücks befinden, also dieses Lochs befinden, und zwar auch nur ein ganz schmaler Streifen sein. Dann kann ich sehen und erkennen, dass mein Ansatz korrekt ist und dass ich auch meine Luftzufuhr gut beherrsche. Wenn ihr seht, dass ihr schräg blast, dann kann es sein, dass ihr vielleicht die Flöte ein bisschen zu schräg haltet. Dann kann man da etwas korrigieren. Wenn der Streifen zu breit ist, dann pustet ihr zu viel Luft aus. Das heißt, da müsst ihr mal schauen, ob ihr hier auch wirklich vom Zwerchfell aus genug kontrolliert, ob da alles seine Richtigkeit hat. Also das Tolle an dieser Übung ist, dass ihr sofort eine Diagnose erstellen könnt und das auch schnell beheben könnt. Mit ein bisschen Übung. Wichtig ist auch, ich zeige euch jetzt mal, was passiert, wenn ich die Flöte andrücke. Also ihr habt gehört, es passiert, der Ton geht einfach weg. Okay, und das ist natürlich dann ein ganz deutliches Zeichen, da muss ich locker lassen. Wenn ich ein bisschen Lampenfieber habe, habe ich Tendenz, kontrollieren zu wollen, dann bitte vertrauen, lasst die Flöte locker am Kinn und nehmt das, was kommt und macht das Beste draus. So, das waren jetzt meine verschiedenen Übungen. Was ich noch zu den Whistle Sounds sagen wollte, am Anfang ist es vielleicht interessant, euch eine Zeit festzusetzen. Zum Beispiel, ihr übt während einer Minute Whistle Sounds. Und experimentiert damit rum. Und irgendwann kommt der raus und dann werdet ihr so Stück für Stück euch vorarbeiten und dann bin ich mir sicher, dass euch das wirklich enorm weiterbringt. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein wenig motivieren, ich konnte euch helfen und ich wünsche euch viel Erfolg und viel Spaß beim Üben.